So, heute bringen wir den Renault Zoe mal so richtig an seine Belastungsgrenze. Das heißt nicht, dass wir mit Vollgas über die Autobahn brettern. Nein, es ist bestes drei Haselnüsse für Aschenbrödelwetter. Mit Schneeflocken so dick wie Bäckermützen, mit weißen Straßen und mit einer Außentemperatur von 0 Grad. Das bedeutet, die Batterie muss richtig was leisten, denn ich habe die Sitzheizung an, die Heizung steht auf wohligen 28 Grad und Scheibenwischer und Nebelscheinwerfer arbeiten im Dauereinsatz. Ja, das kostet Strom, aber auch hier haben die Ingenieure sich überlegt, das Ding eben nicht so zu bauen, dass man an der nächsten Raststätte stehen bleibt, bloß weil man eben die Verbraucher anhat. Gerade die LED-Scheinwerfer im Abblendlicht sorgen eben dafür, dass nicht mehr allzu viel Strom gezogen wird, im Gegensatz zum Beispiel zu Xenon-Scheinwerfern. Und es hat noch einen anderen Vorteil. Durch die langsame Fahrweise bei diesen Witterungsbedingungen auf der Autobahn, ich fahre jetzt gerade mal 73, 74 Stundenkilometer, rekuperiert der Zoe wunderbar. Ich habe einfach nur den B-Modus an, das heißt, sobald ich vom Gas gehe, bremst er auch dementsprechend, ja, und gewinnt Energie zurück. Und ich bin sehr überrascht, ich bin in Frankenberg mit 218 Kilometern losgefahren, bin jetzt kurz vor der A17 und muss sagen, ich habe 206 Kilometer. Das heißt, ich habe richtig viel Energie durch meine sparende Fahrweise gewonnen. Also auch hier, Chapeau, Zoe.